So, Halli, hallo, mir und dem einen Zuschauer, den wir schon haben. Juhu, wir haben einen Zuschauer, großartig. Macht ja nichts. Nachdem wir gestern mal uns angeguckt haben, wie man Turrican 1 so idealerweise nicht spielt, schauen wir uns heute mal an, wie man Turrican 2 nicht spielt. Ich spiele die Dinger zwar unheimlich gerne, das heißt bei weitem nicht, dass ich die gut spiele, aber das macht ja nichts. Dafür haben wir einen Trainer aktiviert, da können wir ein paar Mal kaputt gehen und dann läuft das schon. Dann kommen wir zumindest irgendwie bis in die letzte Welt oder so. Müssen wir mal schauen. Ich kenne die Level ein bisschen besser in Turrican 2 wie im 1er. Naja, egal. Genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ach, noch ein bisschen der Musik huldigen. Apropos Musik, den muss ich noch eben zeigen. Weil da habe ich dieses Spiel für geliebt. Das war einer der Gründe, warum ich dieses Spiel so großartig fand. Das Musikmenü. Einfach mal eben kurz hier rein, zack, und die ganze Musik ablaufen lassen. Gott, was haben wir dieses Spiel tagelang laufen lassen? Nur für die Musik. Großartig. Na gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Starten wir mal los. Escape, Enter Game. Machen wir. Machen wir. Ja, genau wie Turrican 1, leider vom Emulator, noch nicht von echter Hardware, da muss ich mir noch ein bisschen weitere Hardware für zulegen, weil die Hardware, die ich habe, um den Amiga aufzunehmen, die eignet sich halt zum Aufnehmen. Oh, geht doch schon gut los hier. Die eignet sich halt zum Aufnehmen, aber nicht so wirklich zum Streamen, das funktioniert nicht. Da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. So, jetzt schauen wir mal. Achso, jetzt habe ich mich gestern noch so gefreut gehabt. Juhu, den Walkern kann man auf den Kopf springen. Und dann mache ich es nicht. So. Genau, die ganzen. Gestern waren es die Spinnen. Heute sind es die Bienen. Die uns hier auf den Keks gehen und die Powerbar runterziehen. So, mal ein bisschen Diamanten einsammeln. Turrican 2 ist ja auch so ein Fall, gibt es ja heutzutage auch nicht mehr wirklich, wo der zweite Teil dann tatsächlich nicht nur mindestens so gut ist wie der erste, sondern tatsächlich auch mal Neuerungen bringt. Da sind dann neue Elemente drin und die Technik ist wirklich besser geworden. Und ich meine, Turrican 1 war schon großartig, aber in Turrican 2 haben sie dann so technikmäßig echt nochmal richtig kräftig eins draufgesetzt. Die Grafik ist wesentlich besser und bunter irgendwie. Und wesentlich mehr Animation, es bewegt sich wesentlich mehr. Es ist einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, bewegter, lebendiger. Es passiert einfach mehr. Da ist richtig die Action auf dem Bildschirm am Abgehen. Ach, die Walker. Unsere kleinen Lieblingswalker. Ich mag die Walker, ich finde die cool. Die sind großartig, fast zu schade zum Abschießen. Achso, und ich vertue mich hier wieder. Ist ja Joystick hoch zum Springen oder zum Kaputtgehen. Ne, zum Kaputtgehen muss man den Joystick noch nicht mal hochdrücken. Da reicht es einfach stehen zu bleiben. Und man ist es halt irgendwie gewohnt, dann doch irgendwie einen zweiten Feuerknopf zu drücken, um zu springen heutzutage. Das war damals schwierig, weil es nur einen Feuerbutton gab, obwohl der Amiga auch am Joystick theoretisch zwei Feuerbuttons unterstützt hätte, wenn es denn Joysticks mit diesen gegeben hätte. Oder vielleicht hat es sogar, weiß ich gar nicht. Vielleicht hat es da sogar ein paar von gegeben. So, du gehst noch kaputt da oben in der Ecke. Ja, die sind biestig, die Dinger. So, da ist das erste Bonusleben des Abends. Und da oben kommen wir von hier aus auch nicht hin. Da müssen wir von weiter oben drauf springen. Den Weg kenne ich aber noch. Den Weg kenne ich noch. Für die ersten zwei, drei Welten, da geht's noch. Weil normalerweise, wenn ich es auf dem echten Amiga spiele oder so, spiele ich ohne Trainer. Allein schon, weil ich die WAD-Load-Version spiele und die hat keinen Trainer. Und deswegen muss ich mich da tatsächlich darauf verlassen, wie weit ich halt einfach mit meinem Leben komme und den Sonderleben, die man einsammelt. Und das ist dann halt, wenn ich mal einen guten Tag habe, geht es dann tatsächlich mal bis
die Welt, wo man mit dem Raumschiff rumfliegt. 3 oder 4, nee, müsste 4 sein. Ich glaube, Welt 3 ist die mit dem ganzen Wasser. Hier so Great Bath und so. Na, schauen wir mal. Findet sich schon. Achso, ja, und das Ganze wird heute auch irgendwie nicht wieder so 2,5 Stunden gehen, so wie gestern. Ich muss morgen auch früh raus und arbeiten und alles, so wie eigentlich fast alle. Wir werden mal gucken, wie weit wir so in einem gemütlichen Stündchen hier kommen. Und dann entweder sind wir durch, hier ist noch ein Sonderling. Und dann sind wir entweder durch oder wir machen halt irgendwie, keine Ahnung, im Laufe der Woche oder am nächsten Wochenende nochmal weiter oder irgendwie sowas. So, jetzt kommen wir da unten zu der Höhle. Die hat jetzt nämlich plötzlich einen Exit-Pfeil. Fand ich auch immer ziemlich witzig. Vor allem... Na komm, lauf hoch. Dieser Exit-Pfeil hat eine Besonderheit, weil den kann man abschießen. Gibt aber nicht allzu viele Punkte. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich mal geguckt habe, wie viele Punkte der eigentlich so gibt. Das hält sich in Grenzen. Das geht eigentlich. Moment, hier unten war noch ein Bonusblock. Den wir da haben. Ah, geht doch. Läuft. Läuft. Ja, mein Pad zieht ein bisschen nach oben. Deswegen springt der Kollege hier manchmal so ein bisschen, obwohl er gar nicht springen soll. Und ich vermisse im Moment ganz, ganz echt meinen Competition Pro. Weil der Competition Pro, mit dem ich an meinem echten Amiga spiele, der hat diese schöne Dauerfeuertaste unten. Das heißt, da kann man dann wahlweise mal eben kurz Dauerfeuer machen. Oder halt nicht. Und oder halt nicht ist wichtig für den hier. Weil der geht halt mit Dauerfeuer nicht. Und deswegen, der Emulator kann zwar auch Dauerfeuer einstellen, aber da ist dann immer Dauerfeuer. Da gibt es nicht irgendwie, drück eine andere Taste und du hast kein Dauerfeuer. Und dann gibt es den Fräser nicht. Und das ist bei Töten tödlich. Das geht immer so gar nicht. Genau, du fällst so schön da runter. Hinten war noch eine Höhle mit ganz vielen Diamanten. Die nehmen wir uns dann noch eben mit. Ja! Nicht sterben. Schön weiterleben. Sie leben! Nee, das war was anderes. Ja. Naja, wenigstens den. Die anderen sind uns durch die Lappen gegangen. Aber den hatten wir noch. Komm, ein bisschen aufräumen. Boah, wechselt. Boing. So. Dü-lü-lü-lü. Ein paar Diamanten einsammeln. Diamanten. Diamantenfieber. Ah, diese Musik. Großartig. Immer wieder schön. Immer wieder schön. So, wenn jemand hochklettert, muss man wieder runterklettern. Das heißt, dann mal eben dann schnell wieder zurücklaufen. Die Ecke hier ist immer ein bisschen fies, weil da oben, hier ist eigentlich dieser, ich weiß gar nicht, wie ist der Ball oder so, der Ballshop, ne? Der ist hier eigentlich ziemlich geniös, weil den braucht man ja. So, hier gibt es noch ein paar Bonus für unten neben. Kaching. Wie kommen denn an den eigentlich ran? Der hängt da immer irgendwie fest, an den kommt man nie wirklich ran, ne? Naja. Haben wir noch. Sind ja noch nicht out of energy. Das kommt jetzt gleich. Wir sind kurz vom ersten Boss. Der mit der großen Wumme. So, wir stellen uns direkt mal bei dem auf die Nase und fräsen dem einen ins Gesicht. Ja, und dann haut der einen da oben in die Decke rein. Das kann schon weh. Ups. Kann schon wehtun. Vielleicht soll ich ein bisschen zielgerichteter springen. Warum? Schon auf die Spitze von der Wumme drauf geht nicht. Da ist noch keine Kollision nicht. Ha! Geht doch. Und nur irgendwie einmal gestorben. Das ist ein Zehntel von gestern. Ja. So. Machen wir hier noch ein bisschen Aufräumaktion. So. Da oben und rechts geht es ja dann eigentlich weiter so Richtung Ausgang, aber so viel Zeit muss sein. Wir laufen mal hier weiter in die Richtung.
da ist nämlich auch noch jede Menge. Jede Menge und ganz viel. Ich weiß nicht, meiner oben wären sogar noch irgendwie ein oder zwei extra Leben. Also neben dem ganzen anderen Bonus, den es hier noch gibt, sind da oben, glaube ich, sogar in der Ecke dann noch ein oder zwei extra Leben ganz am Ende von der Höhle. Irgendwie bin ich jetzt gerade zu dämlich, da oben hochzuspringen. Da kommen gleich diese fiesen Stellen, wenn man da runterfällt, landet man unten bei den Wasserfällen ganz, ganz, ganz am Anfang und darf quasi von vorne anfangen. Ist, glaube ich, auch mit der Zeit, die man normalerweise hat, so für ein Level gar nicht durchspielbar. Also, also irgendwie, ich weiß nicht, 600 Sekunden oder so für den Level. Oh nein, daneben. Das war genau das, was ich verhindern wollte. Dann versuchen wir das nochmal. Jetzt können wir ja direkt hier oben rumgehen. Der Boss ist ja schon kaputt. Da oben waren wir auch schon. Hier ist kein Wind mehr. Großartig. Das war bestimmt der Boss, der da so einen Wind gemacht hat. Er hat ganz schön Wind gemacht, der Kollege. Der war windig. Das war ein windiger Boss. So. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir da hinten nicht wieder runterfallen. Es gibt leider keine Möglichkeit zu wissen, wo genau da jetzt die Plattformen sind, auf die man draufspringen kann. Gemein! Ich glaube, da... Das war knapp. Ja, hier kriege ich immer, hier bin ich immer, hier werde ich immer nervös. Und hier weiß ich immer nie, wo ich lang, weil da sieht man es nicht. Man sieht die Plattform nicht und dann springst du Pixel daneben und schon bist du wieder unten am Anfang. Ja, wie man sieht, da fällt man besser auch nicht rein. Ist ja nicht Giannis, ist das, wo in solchen Löchern dann Bonushöhlen versteckt sind oder Bonuslevel. Die sind hier mitten im echten Level drin. Im echten Leben. Leben, Level. Leben ist ein Scheißspiel, nur die Grafik ist großartig. Ah, Klischeesprüche. Immer wieder schön. Ja, natürlich. Ich würde sagen, diese Höhle hier ist gut bewacht. Gut bewacht ist die. So, jetzt, genau. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mich hier zu dämlich an, hier irgendwie hohe Cliffs hochzuspringen, aber es geht. Mit den Viechern habe ich irgendwie immer Probleme, die ordentlich zu treffen. Ich weiß nicht. Na gut, der ging. Der ging. Da können wir was tun. Und noch zwei Leben. Die scheinen wir auch dringend benötigt zu haben, weil wir von unseren drei Leben vom Anfang im Jahr nur noch eins übrig hatten. Ah, komm, geh mal unten rum. Lauf mal in den Wasserfällen rum. Dann sieht man die auch mal von oben. Da waren ja ganz am Anfang, sind da ja Wasserfälle, die runterlaufen. Und hier sieht man, wo die herkommen. Hier kommen die nämlich her. Und jetzt springen wir mit dem Wasserfall runter und sind so ziemlich am Anfang von dem Level. Es ist Wahnsinn, wie groß die Level sind. Die sind so riesig groß, die Level. Da haben die Level-Designer echt ganze Arbeit geleistet. Schon schön. Kann man machen, ne? Läuft. So, da unten haben wir auch schon abgegrast. Der wackelt so richtig beim Laufen. Hat der gestern auch noch nicht gemacht, glaube ich. Tja, hier ist schon irgendwie ganz schön leer. So, jetzt geht's hier weiter. Ist ja noch nicht zu Ende. Ist ja noch nicht zu Ende. Das wäre ja zu einfach. Na, na. Ach, schade, der springt runter. Ich wollte ihn noch auf den Kopf hauen. Ich wollte ihm doch noch auf den Kopf springen. Das war jetzt nicht nett. Kommt da diese kleine zielsuchende Mine? Also bin ich jetzt eigentlich schon wieder zu doof, da hochzuspringen. Also, geht doch. Kaum macht man es richtig, funktioniert's.
faszinierend. Sollte ich vielleicht auf der Arbeit auch mal versuchen. So, hier war auch noch ein Bonusblock. Ein reich gefüllter. So. War das hier? Ja, ich glaube, das war hier, wo wir hier nach... Nee, hier war das nicht. Nee, das ist in dem nächsten, genau, das ist in dem nächsten, wo wir ganz weit nach rechts springen müssen. Und dann auch wieder über so ein Electronic Arts Männchen zu einer riesen Bonushöhle hochkommen. Das ist, glaube ich, im nächsten Abschnitt. Ja. Buff and Walkers. Geht doch. Ja, den brauchen wir auch. Der taugt. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen. Ja, das ist ja extra Leben. Das holen wir uns auch noch. Das holen wir uns auch noch eben schnell. Wenn uns die ganzen Viecher hier nicht kaputt machen. Ich glaube, hinter dem Kollegen hier ist der Eingang ins extra Leben. Ja, der verteidigt das. Der weiß, was er da tut. Boing. Genau so sieht das aus. So. Ups. Schauen wir doch mal. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, schon irgendwie ganz cool aufgeräumt. Jetzt müssen wir... Eigentlich ist jetzt für hier nur noch eine Sache über und das wäre den beiden Walkern hier auf den Kopf treten. Na gut, oder auch nicht. Irgendwie... Hallo? Aha. Geht doch. Warum nicht gleich so? So. Nee, du schießt mich nicht kaputt hier. Tja, und das war's. Jetzt sind wir irgendwie seit, keine Ahnung, 10 Minuten unterwegs und das war gerade mal Welt 1, Abschnitt 1. Ja. Hab schon Spiele mit kleineren Leveln gesehen. Definitiv. So, wie war das hier? War es jeder zweite, ne? Jeder zweite Stein fällt runter. Jetzt machen wir erstmal Platz, sonst hauen wir dagegen und rutschen trotzdem runter. Den da, den da, den da. Das tut ja weh. Ja, dankeschön. Bombenwetter hier. Ne? Bombenwetter. Okay, das war doof halt. Das war eigene Blödheit. Sowas sollte man nicht machen. Also, nee, da oben kann man gar nicht mehr anlaufen. Ne? Aber hier kann man dann. So. Nehmen wir. Ja, Selbstbedienung hier. So, jetzt gucken wir mal. Die Fischlis. Die sammeln wir ein, schnibbeln die in kleine rechteckige Stäbchen und machen da Stäbchenfisch draus. Dann haben wir nämlich auch direkt Abendessen. Stäbchenfische. Ich weiß gar nicht, wie schmecken Piranhas eigentlich? Schmecken die gut? Ist das irgendwie in irgendeinem fernab, weit entfernt Land eine Delikatesse? Ich glaube nicht, oder? So. Nee, da nicht. Hier. So. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, schön. Schade. Ich wollte mich gerade freuen, dass die Kugeln da weg sind. Aber da habe ich mich wohl eine Millisekunde zu früh gefreut. Ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, so nicht. Ich wollte nur mal ganz demonstrieren, wie man es nicht macht, damit dann beim Nachspielen es richtig gemacht werden kann. Ja. Geben die Punkte? Egal, macht trotzdem Laune, die wegzuholzen. Nee, die geben keine Punkte. Macht nix. Ist wie ein Shooter im Abspielen. Wird auf alles geschossen, was sich bewegt. Und wenn es sich nicht bewegt, wird trotzdem drauf geschossen. Passt schon. Oh ja, Smart Bombs. Die sind immer wieder hilfreich. Ich glaube, da oben war ein Extra-Leben, oder? Ja. Aber nicht so. Ist mal schön, wenn man die Extra-Leben, die man sich gerade mühselig erarbeiten will, auf dem Weg zu selbigen erstmal verliert. Macht dann extrem Sinn.
Und ich vermisse gerade echt wieder die Dauerfeuerfunktion von meinem Competition. Wir müssen echt mal zusehen, dass wir das irgendwie von echter Hardware ins Laufen kriegen. Ist viel cooler. Ja. Aber das ist jetzt aber doof. Das ist jetzt aber irgendwie blöd. Jetzt komme ich da oben ja gar nicht ran. Ah doch, geht. Ich wollte gerade sagen, mein Strahl ist zu kurz. Nicht falsch verstehen. Da sind schon die kleinen Mini-Versionen von dem Endgegner, der nachher kommt. Großartig. Da ist echt so viel Liebe zum Detail drin in diesem Spiel. Das ist großartig. Ist und bleibt einfach nur faszinierend. Boing. Boing. Hier oben noch so Schönes gibt. Irgendwie nicht mehr viel. Das ist bestimmt irgendwie so eine Sicherheitsleine da unten am ganzen Quatsch. Einfach so, eine Kugel, mitten im Nichts. Nein! Du mich wollen, du ein Auer. Das war doof, kann ich jetzt gar nicht ran. Dann eben so. Geht auch. Genau, hier ist die Stelle, die ich vorhin meinte. Hier müssen wir jetzt nämlich, wenn wir anfangen, hier runterzufallen, aufpassen, dass wir hier ganz weit nach rechts rüberfallen. Und dann landen wir nämlich hier oben auf den Händen von dem Rainbow Arts Männchen. Und haben hier noch ganz viele glorreiche Möglichkeiten, Leben zu verlieren. Vielleicht auch noch ein extra Leben zu finden, aber vor allem erstmal ganz viel auf dem Weg dahin zu verlieren. Warum komme ich da jetzt schon wieder nicht hoch? Ah, geht doch. So, ja, zumindest ein paar. Oh, Moment, nee, jetzt. Die spawnt das Leben. Nein, tut er nicht. Gut. Da. Jetzt haben wir zumindest mal wieder irgendwie, nachdem wir 10 Leben verloren haben, 3 übrig. So. Ja, den Kopf umtanzen hier. Och, ich wollte gerade Kreisel machen hier und dann kommt der Kollege Blob hier an. So, jetzt aber. Achso, wir könnten jetzt natürlich einfach hier unten rumlaufen. Wieso ist denn... Jetzt kommt halt doch irgendwie auf die Größe an, ne? Na gut. Gehen wir erstmal nach hier oben. Da haben wir nämlich noch einen Termin. Da ist nämlich noch einer, der wartet nämlich auf uns. Oh ja, Bombenwetter hier, oder? Bombenwetter. So... Großes UFO. Ja, ein UFO, der da macht kaputt. Ach, das doch schon wieder. Jetzt habe ich doch schon wieder überhaupt keine ordentliche, ausreichende Bewaffnung. Dann sterbe ich auch so oft. Obwohl, warte mal. Ich glaube, man kann irgendwie ganz elegant sich einfach da oben hinstellen. Und dann läuft das nämlich schon direkt viel einfacher. Ja, sehr schön. Und direkt wieder 2 extra Leben. Die waren auch bitter nötig. Jetzt wollen wir in die andere Richtung. Nein, du läufst unten. Ja, genau. Oh, Moment. Die nehmen wir aber. Die nehmen wir. Die sind wichtig. Jetzt sind wir hier gleich total mittellos. Ist dann so der Hartz-IV-Türken. Der kann sich dann noch nicht mal ordentliche Ausrüstung leisten. Geben bis zu einem bestimmten Punkt, glaube ich, Punkte. Genau, hier können wir nämlich schön Punkte abgrasen. Es hört aber irgendwann, glaube ich, auf. Irgendwann gibt es keine Punkte mehr dafür. Außerdem wird es langweilig. So. Hm, da habe ich ein Duschen. Ja, muss auch mal sein. So, 1 bis 2 Mal im Jahr. So. Hier sind wieder Kugeln. Schlägt mir die Kugel. So, tschakka tschakka, ein bisschen Labyrinth hier, noch ein paar Sternchen. Jawohl. So läuft das. So, jetzt gucken wir mal.
Da unten gibt es noch ein bisschen Bonuszeug zum Aufsammeln. Da können wir ja ruhig mal gucken gehen hin. War, glaube ich, nicht extrem gefährlich. Nur so ein kleines bisschen. Nee, hier gab es gar nichts mehr. Super. Klasse. Hört dann eben nicht. Das war ja jetzt eine Nullnummer, ne? Klettern wir hier die Festung des Grauens. Ein bisschen Bonus einsammeln hier. Ja, die Papierflieger verbreiten wieder eine Bombenstimmung. Plopp, kaputt. Und ich vergesse immer wieder, wie man in die Bonushöhle da unten reinkommt. Da unten ist eine Bonushöhle. Da müssen wir mal gerade ganz kurz eben hier die Bomben alle abbauen. Och Mann! So war das nicht geplant. Ich vergesse immer, wie man in diese Bonushöhle reinkommt. Da gab es irgendeinen Trick, wenn man den einmal weiß, ist alles cool. Ich glaube, man musste sich hier hinstellen und Kreisel machen. Yeah! Geht doch. Ich wusste doch, da gab es irgendeinen fiesen Trick, den ich jedes Mal wieder vergesse. So, jetzt klettern wir hier wieder hoch. Den Wasserfall mal andersrum. So, und jetzt können wir zum Endgegner. Jetzt können wir beruhigt zum Boss gehen. Wir wissen, wir haben die Bonushöhle da unten abgegrast. Dann können wir jetzt mal gucken. Och ja, wie süß. Mit lächerlichem Anfangsschuss hier. Ohne irgendwas. Großartig. Damit tue ich dem bestimmt viel Schaden machen. Das läuft ja. Alles läuft. Ja, dass der so nicht kaputt geht, wundert mich nicht. So kann der denn jetzt gehen. Komm. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 1 bis 2 Stunden. Weil dieser Boss sich hier so irgendwie total unbeeindruckt davon, von den Wattebällchen zeigt, die wir so auf ihn draufschmeißen. Ja? Oh, Benno. Irgendwann muss doch hier mal Schluss sein. Ich mal gar nicht. Hört ja gar nicht mehr auf. Komm schon! Was lange gärt, wird endlich gut. Auch diesen Bossgegner hätten wir dann irgendwie, nachdem wir 100 Leben verloren haben, endlich mal platt gemacht. So, willkommen in Welt 2. Direkt erstmal die bitter nötigen Upgrades hier. An den da oben können wir irgendwie auch schon wieder spinnen. Hat man da gestern nicht schon genug von? Hat man doch irgendwie gestern schon genug von. Ich glaube, diesmal sehen sie eher irgendwie aus wie vollgefressene Ameisen oder sowas. Ja, ist klar. Nein! Und dann
fällt er da wieder runter. Das soll doch nicht runterfallen. Warum fällt er runter? Ach, jetzt sind wieder die Stellen, wo ich wieder... Ja. Ich glaube, wir lassen das. Das sind wieder die Stellen, wo ich einfach zu bräsig bin, um da ordentlich hochzuspringen. Irgendwie mal... Aha. So. Ah, geht doch. Geht doch. Nicht gleich so. Obwohl da so ein bisschen Wasser läuft. Das Wasser macht's weiterkommen doch echt krasser. So, guck mal, hier haben wir direkt schon mal wieder ein dringend benötigtes extra Leben. Ah, ich muss ja gerade ein bisschen gehangen, oder? Oder sollte das so sein? Gehört das so? Auf die kann man nicht so drauf. Springen wir auf die Walker, ne? Pass mal auf, wir machen das mal so. Da geht das. Irgendwie möchte ich ja fast glauben, dass da oben vielleicht noch was ist. So, naja. Irgendwie, naja, okay. Ups. Kaputt. Wieso komme ich denn jetzt? So. Das fräsen wir uns die mal eben kurz weg. Ja, klack, klack. So, ja, wir müssen sagen. Oh. Da ist ein Leben runtergefallen. Warum geht das Ding da nicht weg? So, jetzt. Ha! Juhu! Okay, da geht's nicht mehr weiter. Dann kreisen wir uns mal den Weg zurück. Hier sind ein paar Diamanten. Die schaden nie. Boink. Was versucht ihr hier zu bewachen? Gibt's ja noch was Schönes? Ne. Ja, super. Da gibt's auch nichts mehr. So, jetzt müssen wir aus der Bonushöhle hier irgendwie wieder rauskommen, damit wir noch ein bisschen den Weg zum eigentlichen Ausgang finden. Ich glaube, da weiß ich nicht, ob da noch was war. Sparen wir uns jetzt. Das sparen wir uns jetzt. Hüpf. Ne, da oben kommen wir ja gerade her. Die Ameisen, Spinnenameisen hier, sind ja noch aggressiver wie gestern. Dann jonnen wir mal weiter nach unten, weil ich glaube, da geht es weiter. Da kommt doch... ja, jetzt kommt erstmal jede Menge Wasser. Ich glaube, eins meiner Lieblingsverstecke für Extra-Leben kommt danach im zweiten Abschnitt. So, hier müssen wir jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, Smart-Bombs sind natürlich immer gut. Smart-Bombs braucht das Land. Noch ein Leben. Ist immer gut. Wir kommen mal an dem jetzt vorbei, um kaputt zu gehen. Ja, geht. Lauschen wir doch noch ein bisschen der Musik. Das ist, glaube ich, The Great Bath, ne? Mhm. Nein. Großes Fisch. Großes Fisch macht großes Auge. Achso, hier geht der Fräser nicht, weil man steht ja nicht. Macht aber nichts. Wir können so Mario-mäßig mit dem Kopf gegen fliegen, schwimmen, stoßen.
So, ist das jetzt das, wo wir hergekommen sind? Ja, das ist das, wo wir hergekommen sind. Das ist natürlich witzlos. Wir haben jetzt einmal im Kreis geschwommen. Da sind wir jetzt einmal im Kreis geschwommen. Wie verlaufe ich mich hier? Irgendwie verlaufe ich mich hier. Ich weiß nicht warum. Warum verlaufe ich mich hier? Na, komm, komm. So. Sonst gibt's morgen Forelle. Wenn ihr nicht aufpasst. Kaputt. Das war jetzt ein bisschen unclever, da hätte man vielleicht einfach nur ein bisschen aufpassen müssen. Achso, ich will immer den Fräser benutzen, aber der geht doch hier gar nicht. Gemein. Ja. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ah, ouch. Puh. Haha. Frisch geduscht. Nee, gebadet. Geduscht haben wir in den Wasserfällen vorhin. Jetzt kommen wir hier frisch gebadet. Ja, genau. Können wir mal demonstrieren, dass wir wieder nicht in der Lage sind, diese Plattformen hier hochzuspringen. Ist schon schwer, ist schon schwer. So. Guck mal, hier ist noch ein Bonusblock. Hier rüsten wir uns mal gerade wieder ein bisschen auf. Der Shield ist natürlich extrem nützlich mit den ganzen Dingern, die da so auf Kommando rumfliegen. Schon wieder. Na gut, die sind aber relativ weit auseinander. Ich bin trotzdem zu präsig. So. Es läuft. Geht doch. So, jetzt machen wir den da oben erstmal. Weil hinterher tut er uns noch weh, wenn wir da langlaufen wollen. Steht so dezent im Weg. So. Hallo Bossgegner. Schön, dass wir uns auch mal sehen. Ist niedlich, dass die große Version von den ganzen kleinen ja, Geschütztürmen, von diesen kleinen Turrets, die in der ersten Welt rumgestanden haben. Ist das einfach nur die große Version davon, ist so der Oberturret. Hm. Warte mal, konnte man nicht irgendwie, wenn man den auf dem Kopf gestanden hat, hier ganz easy? Nee, ne? Ich meine, das ging, glaube ich, mal, wenn man den so total ungefährlich auf dem Kopf gestanden hat. Hm. Naja, so geht's, auch. Der dreht quasi durch. Okay. So, weiter geht's. Dann müssten wir ja eigentlich fast am Ausgang sein. Also, genau, das Gegner stehen doch eigentlich immer am Ende. So, dann müsste jetzt, glaube ich, der Abschnitt mit meinem viel zitierten Lieblingsversteck. Ist da noch was? Nee. Für extra Leben kommen. Hä? Die fährt doch. Achso, muss ich bücken, damit ich runterfahre. So, jetzt wird's ein bisschen aufwendig. Ei, und mit dem Schuss vielleicht auch. Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen, was wir tun. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir tun. Nicht, dass wir uns den Weg verbauen. Weil eigentlich... Eieiei, wenn man uns nicht schon verbaut haben. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir irgendwie da hochkommen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Oh je.
ich glaube, wir haben hier schon ziemlich verkackt. Ah, noch besteht Hoffnung. Noch besteht Hoffnung. So, jetzt hier oben drauf. Oh, nee, ich glaube, jetzt ist vorbei. Da kommen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr hin. Nee, jetzt haben wir uns, glaube ich, schon ziemlich gut den Weg verschlunzt. Schade, weil wenn man den ganzen Kram hier wieder hochklettert, wenn man von diesem abschießbaren Gewebe hier, wenn man es schafft, sich da eine Treppe, einen Weg irgendwie da hoch wieder zu erarbeiten, aber da sehe ich gerade keine Chance mehr für. Da oben sind nämlich 6 Extra-Leben versteckt. Da oben sind 6 Extra-Leben versteckt. Und zwar, wenn man oben an den Schacht rankommt, liegen 3 auf der Seite. Das sind so 2 Vorsprünge. Einer auf der Seite. Hier liegen 3 Extra-Leben. Und auf der Seite liegen auch nochmal 3 Extra-Leben. Aber da haben wir leider... Nee, da kommen wir jetzt so nicht mehr ran. Schade. Schade, schade, schade. Die hätte ich gerne... Die sammle ich immer sehr gerne ein. Da muss ich mal gucken, dass ich das nochmal irgendwie... Dass ich irgendwie im Laufe der Woche das Stückchen mal nochmal extra spiele. Und dann hänge ich das irgendwie, keine Ahnung, als Videokommentar hier, I don't know, keine Ahnung. Dann nehme ich das vielleicht nochmal eben kurz so auf, einfach nur um zu zeigen, dass die da sind. Wie cool das ist, dass da 6 extra Leben rumliegen. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Schade, 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 schade. Naja, man kann ja nicht alles haben. Man kann ja nicht alles haben. So, die kann man allerdings Gott sei Dank abschießen. Da muss man nicht irgendwie gut getimt durchlaufen. Das ist so ein bisschen wie Asteroids hier. Für jeden Spike, den man abschießt, kommen 2 bis 3 kleinere. Das ist so Asteroids Turrican-Style. Ich fand jetzt auch irgendwie gerade gar keine Anekdoten, so Background-Stories zu dem Spiel von diesen Stellen ein. Da weiß ich natürlich aus der Zeit der Entwicklung viel zu wenig. Ich bin halt einfach nur einer, der die Spiele spielt. Da kann ich dann aber den Channel von Chris Hülsbeck empfehlen, weil die machen auch regelmäßig so Let's Plays von den ganzen klassischen Spielen, wo der Chris Hülsbeck halt auch Musik für gemacht hat. Und die haben dann aber auch wirklich immer Gäste mit dabei, die an dem Spiel mitgearbeitet haben. Und die können dann natürlich die eine oder andere sehr, sehr schöne Story erzählen. Was war das? War das bei Hard and Heavy? Hard and Heavy haben sie neulich gespielt. Na, hier sind immerhin nochmal 2 extra Leben. Ja, das hat's gebracht. Und da war der Game Designer war mit dabei und hat da schon schön ein paar Storys erzählt. Das ist dann auch immer sehr interessant. Wenn man wirklich die Leute, die an den Spielen mitgewirkt haben, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und mal so ein bisschen darüber erzählen, aus der Zeit, wo die Spiele gemacht haben. Immer wieder interessant. So, da unten auf die springen wir besser nicht drauf. Geht doch schon. Ei! Ich wollte mich gerade freuen, dass wir so gut durchkommen. Und schon gehen wir kaputt. Der geneigte Zuschauer wird es wahrscheinlich schon gemerkt haben, selbst wenn da oben 0 Leben steht, kann man trotzdem nochmal kaputt gehen und darf trotzdem respawnen und spielt weiter. Ich habe mir mal auch hier wieder die Freiheit genommen, den Trainer zu aktivieren. Weil, wie gesagt, spielt gerne, nicht unbedingt gut. Damit wir wenigstens mal wieder ein bisschen weiterkommen, wenn wir uns nicht wieder irgendwie kaputt glitschen. In irgendeiner Ecke hängen bleiben, wo wir so gar nicht weiterkommen. Ja. Hier oben ist er noch. Oh, das ist aber ernüchternd. Das ist ja mal sehr ernüchternd. Na gut. Dann fräsen wir den Quatsch doch mal weg hier. Macht irgendwie immer Laune. Ich weiß nicht warum. Hier die Deko wegfräsen, das bringt's irgendwie immer. Das macht Spaß.
Ja, das mich kaputt machen macht den Gegnern bestimmt auch immer sehr viel Spaß. Und die machen das immer so viel. Oh, der Windlevel. Das ist cool, den kann man, glaube ich, den kann man auf ihre Fallschirme springen und dann fallen die runter. Könnte man fast ein eigenes Spiel draus machen. Okay, aber wir wollen ja eigentlich weiterkommen. Müssen wir mal nicht den Fallschirmwalkern hier daneben. Hier, warte mal, hier war doch auch noch irgendwo eine. Hier war auch noch eine extra Höhle. Hier war noch eine Bonushöhle. Wo war denn? Komm, flatter vorbei. Ja, super. Super! Ja, ganz elegant an sämtlichen Steinen vorbei. Ah, da ist die Bonushöhle. Ich wollte sagen, hier war noch eine Bonushöhle. Jetzt können wir mal gucken, dass wir irgendwie nach oben kommen. Ja, natürlich flattern die genau jetzt darum, wo man eigentlich hin muss. Die Nase juckt. Oh, nee, da kommt nichts. Und. Höp. Joach. Wir schaffen das heute noch. Das geht heute noch. Irgendwann, und wenn es bis morgen früh dauert, kommen wir da hoch. Wir sind, glaube ich, fast da. Ja. Da muss man, glaube ich, ein bisschen eher losspringen, kurz bevor der Wind losgeht. Jetzt muss der noch weg, der stört nämlich gerade. So. Ja, wie sieht denn? Jo, na super. So, hier kommen wir jetzt. Ja, jetzt sind wir hier oben. Vielleicht ein bisschen weiter an den Rand hier. Jawohl, geht doch. Ist, kaum macht man es richtig, funktioniert. Den kriegen wir, glaube ich, nicht abgeschossen. Aber dann müssen wir so durchlaufen. Ah, geht doch. Geht. Geht alles. Oh ja, der ist lustig. Vor allem vor dem kann man sich verstecken. Vor dem kann man sich nämlich in Sicherheit bringen. Großartig. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Ein bisschen zu zutraulich hier. Nee, der schießt ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal hier oben. Ist der? Ne, der hat noch nicht so wirklich die Reichweite. Müssen wir mal gucken, dass wir den hier irgendwie. Die Spitzhacken da vorne. Aha, die erste ist schon mal platt. Die da oben geht. Darf ihr das? So, komm. Zwei Laserkanonen noch und dann können wir dem da vorne den Kristall in der Mitte wegschießen. Und dann haben wir ihn. Ja, da macht aber eine ganz schön Welle hier. Versucht zu beeindrucken. Sind wir beeindruckt? Ja, mäßig. Flieg hoch, ich muss an deine Kanonen da unten ran. Mendo. Das ist ja fies. Da fliege ich immer genau so. Aha. Jetzt. Jetzt das Ding da in der Mitte. Genau das da. Und dann haben wir es doch fast schon. Ich wünsche mir gerade wieder so derbe ein Dauerfeuerbacken. Ich kriege gerade so übelst einen Krampf im Daumen. Ich würde sagen, der ist mal kaputt gegangen. Yippie!
Da ist doch bestimmt wieder irgendwas Bonushöhliges, oder? Ja. Nee, da gehe ich jetzt nicht runter, da komme ich wieder nicht hoch. Ach so. Das ist aber blöd, weil komme ich hier auch nicht. Das ist aber unangenehm. Gibt's hier irgendwie... Och nee, nicht im Ernst, oder? Okay, es gibt Bonusleben, die sind's einfach nicht wert. Ganz ehrlich, es gibt Bonusleben, die sind's einfach nicht wert. Jetzt könnt ihr wenigstens hier eine... Ja, danke. Die sind einem nämlich... Die ziehen einem nicht nur Energie ab, die sind einem auch noch im Weg. Du kommst nämlich nicht hoch, wenn du gegen die Gegend stößt. Also jetzt könnt ihr wenigstens, weil man hier schon mal war, irgendwie eine Leiter hängen oder so. Die sind echt nervig, die Viecher, die... sind einem echt im Weg. Jo. Ist ja gut, ey. Manu. Schlimm genug, dass die einen kaputt machen. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. Warten wir noch, bis der weg ist. Und dann... Ja, warten wir noch, bis der weg ist. Und dann versuchen wir das nochmal. Na, geht doch. Wunderbar. Hat ja diesmal nicht ganz lange gedauert. Jupp. Das passiert, wenn man einfach versucht, durch die Laserschranken durchzulaufen. Och nö. Och nö. Warum denn? Warum kann er mich denn nicht da oben respawnen, wo ich kaputt gegangen bin? Ja, und jetzt flattern die nämlich genau darum, wo sie so richtig im Weg sind. So. Jetzt aber. Mal ein bisschen mehr Energie. Jetzt kommen wir zur Not auch so ein Laserstrahl. So, dann schreiben wir uns auf ein Post-it. Riesengroßes, gelbes Post-it. Da das Extra-Leben sammeln wir nicht nochmal ein. Oh geil, jetzt kommt die Welt 3, wo man mit dem Raumschiff durch die Gegend fliegt. Die macht auch so übelst Laune. Das Ding da oben, das so eine kleine Anspielung an R-Type. Ne? Das war so ein R-Type-Satellit. Was sie da als Startlicht hingehängt haben. Das war eine kleine Anspielung auf R-Type, aber es kommt ja gleich auch eine etwas größere Anspielung noch auf Katakis. Da kommt ja gleich auch noch eine schöne Katakis-Anspielung. Also was heißt Anspielung? Wir erwähnen es halt direkt. Oh, die Welt macht so Laune. Oh, das macht so Laune. Töten des Spaceship-Shooter. Das hatten sie in Turrican 1 ja quasi schon. Da ist man ja auch mit diesem Jetpack im ersten Abschnitt hochgeflogen. Ist dann im zweiten Abschnitt halt normal in der Welt rumgelaufen und im dritten Abschnitt die Welt wieder runtergeflogen. Das ist halt auch so großartig, diese Abwechslung. Man hat sich gerade dran gewöhnt, dass es rumrennen und Aliens abschießen so einen Spaß macht. Oh, wir hätten vielleicht da unten runter lernen muss. So einen Spaß macht und dann darf man plötzlich mit einem Raumschiff durch die Gegend liegen und jetzt ist er abgestürzt. Großartig. Jetzt ist er abgestürzt. Das habe ich früher schon immer gehasst, wenn die Karre einfach abgestürzt ist. Hör, Software hier. Guru Meditation. Ja, dann geh mal meditieren, du alter Guru. Das hätte es jetzt natürlich nicht gebraucht. Ja, ich weiß. Böses Cracktro. Ohne Musik sogar. Schlimm. Noch nicht mal schöne Musik. Vielleicht kann man hier einstellen, wo man starten muss. Vielleicht kann man eine Startwelt. Nee, kann man nicht. Das ist blöd. Weil eigentlich nochmal von vorne jetzt komplett durch ist eigentlich ein bisschen dämlich. Wieso kann man denn jetzt nicht einfach sagen, ich möchte gerne in Welt 3 anfangen? Moment, wir versuchen mal gerade was anderes. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich muss jetzt gerade mal noch ein anderes Disk-Image raussuchen. Rechnet ja auch keiner damit, dass einen die Karre einfach abstürzt. So,
Okay, wir versuchen das mal. Super. Wer rechnet denn auch damit, dass einem die Karre einfach mittendrin abstürzt? So, ja, großartig. Hier funktioniert das Menü wieder nicht. Warum funktioniert das Menü hier wieder nicht? Use your joystick. Ja, tue ich ja gerade. Ja, an aus geht, aber hoch runter geht nicht. Das ist doch schon wieder doof. Weil hier könnte man nämlich tatsächlich eine Startwelt aussuchen. Das Problem ist nur, dass das Menü nicht funktioniert. Das bringt uns, glaube ich, auch irgendwie nix. Blöd. Da hat es gerade so angefangen, Spaß zu machen. So, gucken, was sich jetzt tut. Ja, der gute alte D-Cruncher. So, hier haben wir wenigstens mal ein bisschen Musik. Mucke! So, ah, hier, Starting Level. Guck mal, da sieht doch vielversprechend aus. Wir machen mal Unlimited Lives und natürlich auch Unlimited Time, damit wir ein bisschen rumlaufen können. Starting Level 3A? Ich glaube ja, ne? Wir versuchen das mal. Wir versuchen das mal. Ja, 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 ja. Bla, bla, bla. Ja, die guten alten Zeiten. Ne? Kretros, Trainermenüs, yay. Gibt's heute alles nicht mehr. So. Wir lassen uns mal überraschen. Es bleibt spannend. Wäre ja auch langweilig, wenn einfach immer alles nur einfach funktionieren würde. Kann ja jeder. Okidoki. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Na, Trommelwirbel. Man hört die Floppy rattern. Na, das sieht doch vielversprechend aus. Das sieht doch cool aus. Ja, wunderbar. Dann ist doch der Abend gerettet. Dann machen wir doch einfach weiter. Hoffen, dass er nicht nochmal abstürzt. Dann tun wir doch einfach mal so, als wäre gerade nichts passiert. Streichen wir die letzten 2 Minuten aus unserem Gedächtnis. Ja. Dann haben wir auch mal die Intros gesehen von den Crack-Tro. Achso, nee, wir wollten das ja aus unserem Gedächtnis streichen. Wir wollten ja so tun, als wäre das gar nicht passiert. Das heißt, wir haben auch keine Crack-Tros gesehen. Ja, böse Versionen. Ja, kopiert und so. Schule kopieren. Aber es sind halt die mit Trainer. Mein Gott, was soll ich machen? Wenn sich irgendjemand Sorgen macht. Na gut, Turken habe ich jetzt die Originalschachtel natürlich auch nicht mehr hier. Das ist auch alles schon ein bisschen her. Wenn sich da irgendjemand Sorgen macht, soll er vorbeikommen und sich die ganzen Originalschachteln von meinen anderen Spielen angucken. Und dann passt das schon. So. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich vermisse gerade die Dauerfeuerfunktion von meinem Competition Pro. Ich muss mal gucken, es gibt doch so USB-Adapter. Genau, das ist ein Plan. Es gibt doch USB-Adapter, mit denen man die alten 64er und Amiga-Joysticks auch an den PC über USB anschließen kann. Ich muss mal gucken. Es soll wohl gute Adapter geben, die nicht so eine endlos hohe Latenz haben. Vielleicht hole ich mir da einfach einen von. Aber andererseits wollte ich ja mir eh lieber einen ordentlichen Framecoder holen, um den Kram wirklich auf Original-Hardware. Und dann stellen wir die auch so hin, dass die schön in der Cam zu sehen ist, oder machen da eine zweite Cam drauf. Und dann sieht man die Kiste auch wirklich, auf der es gespielt wird. Das hat doch was. Ja, so machen wir es. Das ist ein Plan.
Das klingt doch mal nach einer guten Idee. Sind wir schon so weit. Moment, ich mach das jetzt mal anders. Mal gerade die Zeigefinger-Dauerfeuer-Emulation hier einschalten. Allerdings steuert sich da nicht mehr so gut. Tja, man könnte auch behaupten, dieser Boss hat ein Auge auf uns geworfen. Wobei nicht nur eins, sondern direkt mehrere. Er mag uns halt. Er hat uns total lieb. Das ist auch nicht beabsichtigt, dass die Augen uns wehtun. Die sind halt einfach da und stehen halt im Weg und kullern da. Achso, wir haben ja auch noch, guck mal, wir haben noch sowas hier. Man könnte jetzt mal versuchen, ganz clever zu machen, indem man einfach mal wartet, bis da ein paar Augen sind. Und dann machst du mal einfach wusch und gut ist. Geht doch. Wie viel Leben hat uns das gekostet? 2, 3. Das ist doch eigentlich ein guter Schnitt. Das ist doch eigentlich ein ganz cooler Schnitt. Dann müsste jetzt der Highspeed... Jetzt müsste der Highspeed-Level kommen, ne? Ne, noch nicht. Ne, der kommt, glaube ich, als letztes. Der kommt danach oder so. Kommt doch gleich noch dieser abartige Highspeed-Level. Großartig. Groß und artig. Ja, jetzt würde ich gerne rückwärts schießen können. Ja, da liegt es ja auch. Gefährlich, ne? Die Walker mit den Propellern oben drauf, das ist ja schön. Oh, die Stelle ist... Ist das die Stelle? Nee. Da kommt gleich so eine super fiese Stelle, wo der einen total in die Deko manövriert. Fies hier. Ah, die gehen wenigstens kaputt. So, ein bisschen aufräumen hier. Ja, die Stelle ist das, glaube ich. Ah. Also, das nenne ich mal gemein. Also, das nenne ich echt mal einen fiesen Self-Scroller. Aber das hat ja auch keiner gesagt, dass das einfach ist. Oh. Und da hat das Einsammeln des Lebens ein Leben gekostet. Ja, ich glaube, wir sollten ja echt mal wieder ein bisschen mehr üben und dann irgendwann, wenn wir das ein bisschen besser drauf haben, machen wir das nochmal. So, Rückwärtsgang. Ja, das ist doch fies. Den kriegt man ja gar nicht da unten. Och. Ey. Die Wand ist mein Freund. Ich knutsch sie so oft. Ja, ja, also wie man sieht, so geht's nicht. Ich weiß, ich bin nicht der beste Spieler. Mögest mir verzeihen. Ah, Moment, jetzt kommt, da ist gleich einer von den Jungs, hat gleich ein Cappy an. Den dürfen wir nicht verpassen. Aber wir haben ihn verpasst. Ach, schade. Also irgendwie, nee, das müssen wir irgendwann nochmal machen. Das geht ja mal gar nicht. Wir haben nämlich leider... Der war doch hier, oder? Der Walker mit dem Cappy. Und wenn man den abschießt, kommt dann ein anderer Walker mit einer Fahne Karthages los. Haben wir den jetzt verpasst oder kommt der noch? Also wenn wir den verpasst haben, müssen wir das echt irgendwann normal machen. Geht ja mal gar nicht. Kann ich vorher ein bisschen üben. Dann machen wir das normal. Das kann ja nicht sein, einfach die ganzen Goodies hier irgendwie verpassen und nicht mitkriegen. Nee, geht nicht. Schreit nach einer Wiederholung.
Ja. Dem kriegt man gar nicht ausgewichen. Der ist, nennen wir es mal, story-relevant. Weil jetzt können wir nämlich nicht mehr schießen. Weil jetzt kommt nämlich... Jetzt kommt der Highspeed-Level. Den lasse ich einfach mal... Ich halte jetzt mal ein bisschen meine Klappe auf, wenn es schwerfällt. Den lassen wir einfach mal auf uns wirken. Den lassen wir einfach mal wirken. Cucumbers in Space. Die Weltraumgurken. Was machst du denn hier? Oh, ich guck hier so rum. Okay. Ich wollte mal. Ja. Wollt. Ich sehe die Repair Walker mit dem roten Kreuz da. Das ist so schön. Die Maintenance Walker mit dem Erste-Hilfe-Kreuz da drauf. So. Jetzt haben wir uns repariert. Jetzt können wir hier auch einen auf Entwickler machen. Oh, da bist du ja schwindelig bei. Oh. Komm ich auch nicht ran. Oh, da bin ich schwindelig bei. Na komm, ja, jetzt aber. Wenn er da hinten steht. Wie soll das denn funktionieren? Zufallsgenerator. Ja, komm, jetzt haben wir mal fast. Ich muss nochmal gerade irgendwie so ein bisschen den Zeigefinger maltradieren hier. Aha. Geht doch. Nach nur irgendwie 10 Mal selber kaputt gehen. Juhu. Ah ja, bitte legen Sie jetzt Disk 2 von 1 ein. Das können wir mal eben ganz kurz machen. Gefunden habe. Weil da das nicht die Version ist, auf die ich mich vorbereitet hatte. Ja, und nochmal Disk wechseln. Schwuppdiwupp und läuft. Na? Trommelwirbel? Geht, geht nicht. Doch, sieht gut aus. Rums! Schade, es hat Laune gemacht mit dem Raumschiff. Aber jetzt sind wir wieder zu Fuß unterwegs. Und ab jetzt habe ich auch nicht mehr so den Plan, weil spätestens in der Highspeed-Welt, wie man ja gerade eindrucksvoll gesehen hat, ist dann irgendwann Ende, wenn ich nicht mit Trainer spiele. Ich weiß, dass hier noch ein paar schöne Bonushöhlen sind, die mit diesen hier, genau wie hier vorne, sieht aus wie Wand. Kann man auch gegenschießen, geht nicht kaputt, aber man kann durchlaufen. Gibt noch ein paar schöne Bonushöhlen, die so versteckt sind. Aber die weiß ich jetzt nicht mehr so gut, wo die sind. So langsam fängt hier wieder Aktion Blindflug an. Dafür ist die Musik geil. Walker Factory finde ich ist mit... einer der geilsten Level, einer der geilsten Levelmusiken in dem Spiel hier. Also meine persönliche Meinung.
Diese Walker-Statuen, sehr schön. Ja, ich meine, wir sind in der Fabrik, die wie Walker baut. Ich meine, das ist auch schön, ne? Seit Türken 1 begleiten uns die Walker. Die da rumwalkern und abgeschossen werden. Und eigentlich, außer dass man da nicht gegenrennen sollte, relativ gefährlich, also ungefährlich sind. Und jetzt sind wir echt in der Fabrik, die die Walker baut. Das ist so storymäßig schon irgendwie ganz cool. Also, ich finde die Idee schön. Achso, ich will ja wieder ständig Feuerknopf zum Springen drücken. Deswegen funktioniert das nicht. Okay! So, ja. Wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wo wir jetzt langlaufen müssen. Bis gerade eben ging es ja noch. Also in Welt 3 mit dem Selbstscroller ist auch nicht wirklich schwierig, den Weg zu finden. Ja. So macht man es übrigens nicht. Jetzt können wir da oben schon gar nicht ran. Labyrinthisch. Labyrinthisch. Wir müssen durch die Gegend kullern hier. Ah, das sieht doch gut aus. Autsch. Genau. Power-Up war da ziemlich gut. Bonusleben. Das lässt aber wieder die Vermutung aufkommen, dass das hier noch so ein bisschen bonushöhlig ist. Und noch gar nicht so wirklich der Weg zum Ausgang. Oh. Ich sehe einen Tunnel am Ende des Lichts. Also hier sind wir, glaube ich, hergekommen, oder? Sind wir hergekommen? Autsch. Sich einfach nur ein paar Blöcke hoch zu springen. Tja, wo lang? Schon. Irgendein Weg findet sich schon. Irgendwann werden wir schon den Weg finden. The way. Immerhin sind noch ein paar Sternchen zum Aufsammeln. Ist auch schon auf. Ja, ich glaube, das war einfach eine riesige Bonushöhle, in der wir hier gerade waren. Das hat uns nicht so wirklich weitergebracht. Schon mal weiter da. Gucken, was hier oben so ist. Sternenregen. Na super. Das war jetzt auch nicht so ergiebig. Okay, hier scheinen wir noch nicht gewesen zu sein. Da wäre ein Bonusblock gewesen, wenn wir nicht gerade kaputt gegangen wären. Power. Power up. Da ist auch nicht mehr viel. Hier ist irgendwie noch weniger. Ja, super, hier ist ja echt gar nichts. Außer irgendwie. Wie kommt denn wieder raus? What? Wie kommen denn hier wieder? Ah, Moment, schau mal, guck mal hier. Ha! Die kleinen Blöcke, die man. Ups. Da ging's bergab. Robodrache. Das war kein Walker. Wie muss man den denn treffen? Ich
wo man den treffen muss. Kann man den überhaupt treffen? Doch, ich glaube da oben, ne? Da muss man, glaube ich, da oben. Das klingt zumindest so. Da oben klingt so, als wenn man was treffen würde. Hey, Kollege, mach mal nicht so einen Wind hier! Machen Sie mal nicht so einen Wind! Bleiben Sie mal ruhig! Na, ich glaube, wir sind irgendwie... Sind wir mal kaputt gegangen? Ja, einmal? Keinmal? War also auf jeden Fall mal eine Leistung, ne? Dafür dann direkt jetzt an den Walker-Statuen. Wunderbar, dankeschön. Soll sich ja auch lohnen. Ich wollte gerade sagen, was ist da oben, was ist hier unten? Aber das ist so eine Einbahnstraße. Einbahnstraßen sind meistens irgendwie die Richtungen zum Ausgang. Und oder wir kommen wieder hier raus und müssen wieder hochlaufen. Das kann natürlich auch sein. Das heißt, wir wären da besser nicht reingefallen. Ich weiß das auch gar nicht, ob der Drache nur so ein Zwischengegner ist, den man finden und machen kann. Oder ob der einem wirklich irgendwie den Weg zum Ausgang versperrt. Ja, jetzt müsste ich hier nur erstmal wieder hochkommen, um das rauszufinden. Hier geht's aber weit hoch. Waren wir hier schon? Sind wir hierher gekommen? Weiß ich nicht. Ja, doch, ich glaube. Oder? Doch, hier sind wir, genau. Hier sind wir, glaube ich. Oder? Ja. So. Gucken, was es hier so gibt. Da. Hier geht's wieder hoch. Was für eine Überraschung. Okay, hier waren wir noch nicht. Sonst wären die Diamanten weg. Jetzt hoffe ich gerade, dass das nicht nur eine Bonushöhle ist, sondern tatsächlich der Weg Richtung Ausgang. Ist ja nichts ausgeschildert hier. Ist nichts ausgeschildert. Ah. Das war Rakete von hinten in den Rücken. Relativ ungesund. Jetzt muss ich da wieder irgendwie hochkommen. So, da ist. Hier ist ein Bonusblock. Mal ein bisschen aufrüsten. Alle reden von abrüsten, wir rüsten auf. So. Da geht das. Aha, da kann man irgendwie runterfallen. Und hier ist der Ausgang. Wunderbar. Da sind wir jetzt in Welt 4 Abschnitt. Achso, in Abschnitt Diskwechsel. Da, wieder nach. Wahrscheinlich gleich auch wieder zurück auf Disk 1. Schade, dass das nicht ein zweites Laufwerk unterstützt. Da waren wir damals so froh. So, juhu, wir haben ein externes Laufwerk. Wir haben ein DF1 an unserem Amiga. Yippie! Haben die zweite Diskette einfach in das zweite Laufwerk reingetan und es hat nicht funktioniert. Er wollte sie trotzdem im ersten internen Laufwerk haben. Schade. Ja, das war sehr erfolgreich. Wir könnten natürlich auch versuchen, hier durchzukullern. Warum kann ich... Oh, das ist aber fies. Ich kann hier gar nicht einen auf... Oh, das ist aber fies. Ich kann hier gar nicht einen auf Rotor machen. Und hier durchkullern. Das ist aber fies.
scheinbar gemein. Ich gedacht, ich wäre total clever und cooler mich da einfach durch. Und dann sagt das Spiel so, nö, du kannst ja gerne von dir glauben, dass du clever bist. Aber wir beweisen dir das Gegenteil, euer Arsch. So. Ah, die Musse. Die Musse. Schön. Ja, da kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite irgendwo rein. Mr. Walker and his Factory. Großartig. Großartig. Habe ich beim Level vorhin gesagt, dass das die beste Levelmusik ist? Ich meinte eigentlich den hier. Wahrscheinlich auch nur so Bonushöhle hier. Das ist wahrscheinlich der schmale Ausgang, den wir vorhin gesehen haben. Mit dem kommt man nämlich dann hier aus der Bonushöhle wieder raus, aber halt nicht rein. So. Großer leerer Raum, da sind meistens Bonussteine. Großer leerer Raum mit nichts ist meistens ein Bonusstein. Okay, da oben kommen wir nicht mehr rein. Genau, den springen wir schön auf den Kopf. Genau, und hier ist nämlich genau die Stelle. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach rechts weiter. Schauen wir mal. So, machen wir ein bisschen runter hier. Die Maschinen. Die Maschinen, die Walker konstruieren. Guck mal, glaube ich als Boss dieser Riesenwalker. Aber da freue ich mich schon drauf. So, haben wir hier oben? Ist hier noch was? Ja, Walker. Yay. Wer rechnet auch in einer Walker-Fabrik schon damit, Walkern über den Weg zu laufen? Dann sind wir mal, dann hoffen wir mal. Achtung, jetzt kommt ein ganz schlechter. Dann hoffen wir mal, dass die nicht bei der texanischen Polizei anfangen, weil sonst wären das Walker Texas Ranger. ich habe euch gewarnt. Da kommt jetzt ein ganz schlechter. Hat jeder genug Zeit gehabt, sich die Ohren vorher zuzuhalten. So, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass ich mal wieder überhaupt keinen Plan habe, wo wir jetzt lang müssen. Aha, guck mal hier, da wird es schon so, da ändert sich wieder die Farbe so ein bisschen, das heißt, die tut sich irgendwas. Großartig. Großartig. Hier geht's weiter. Hier geht's doch echt mal weiter. Hup. Nein! Nicht kaputt gehen! Ja, so ist gut. So ist doch schön. Na gut. Gibt auch nämlich irgendwie so eine Lücke zwischen zwei Zahnrädern, wo es dann irgendwie eine Bonushöhle gibt. Ja, wie gesagt, bis zur vierten Welt schaffe ich es normalerweise nicht mehr so oft. Deswegen bin ich hier gerade ein wenig verloren und weiß halt auch nicht mehr, wo die ganzen Bonushöhlen sind. Aber das sieht mir nach dem Eingang zu einer aus. Autsch! Das sind diese Stomper, die gibt es auch in Science-Fiction-Filmen über immer. Und man fragt sich dann, wofür sind die gut? Die sind doch die Taugen, die sind doch für gar nichts gut. Warum sind die da? Na, ich meine, gut, hier, auch hier machen die eigentlich keinen Sinn, weil welchen Sinn und Zweck erfüllen die? Gut, man könnte sich jetzt natürlich das Ganze dann, man könnte sich rausgehen und sagen, ja, das ist halt eigentlich Müllpresse. Da werden so alte, kaputte Walker-Teile reingeschmissen. Die werden dann da kaputt gemüllt. Und landen dann irgendwie hinten in der Wand in den Spikes? Nee. Nee. Da macht ja der Film Galaxy Quest. Macht da ja auch so schön sich einen Spaß draus. Da haben wir auch genau so eine Stelle,
wo sie da wieder irgendwie entkommen müssen. Und dann kämpfen sie sich da irgendwie aus dem Maschinenraum raus oder von weiß ich nicht mehr genau wo. Und kommen dann durch so einen Tunnel und da sind halt auch so Stampfplatten drin, die sie immer so zusammenknallen und einem androhen, dich irgendwie auf 2 Millimeter Breite zu zermatschen. Und da fragen die sich auch so, what? Welchen Sinn und Zweck soll das Ganze jetzt hier bitte haben? Warum? Naja, das ist halt ein Sci-Fi-Comedy-Film. Der darf sowas machen. Wenn dann so irgendwie so Star Trek 11 oder so sowas macht, der kein Comedy-Film ist, weil der auch in keinster Weise lustig ist, dann fragt man sich dann schon so, Moment, Leute, nee. So. Ich wollte mich gerade fragen, ob ich hier schon mal war, aber hier sind noch Gegner und hier kommen Diamanten runter, dann waren wir hier noch nicht. Das ist immer ein gutes Indiz. Wenn es da noch Diamanten oder Gegner gibt, dann waren wir da noch nicht. So, müssen wir da jetzt hoch. Das ist ein einsames Zahnrad mitten im Nichts. Auch sehr sinnig. Was hier unten? Hier ist bestimmt irgendwie noch ein Bonus. Ah ne, stimmt, die kommen gar nicht als Endgegner, die kommen gar nicht als Boss, die kommen als, die sind halt einfach da, ne? What? Make my day? Geil. Make my day. Yeah, you just make my day. Die großen Walker sind auch großartig. Die sind schön. Die mag ich. Ich geh mal grad nochmal die Disc wechseln. Ja fast in Arbeit aus. Ich meine, solange es dann gleich funktioniert, ist ja okay. Ja, das sieht gut aus. Das schaut doch ganz prächtig aus. Oh, hier ist wieder so eine pochende, düstere und unmelodiöse, einfach nur bedrückende, gefährliche Hintergrundmusik. Boing, boing. Autsch. Bumm. Das waren aber wirklich, glaube ich, diese Bälle, die so bumm, bumm. Boing. Boing. Okay. Schön. Immer wieder schön. Oh ja, da sind übrigens tatsächlich die Alien-Anspielungen. Inklusive den großen Kiefern, die da rauskommen. Ist in der Tat noch eine ganze Ecke mehr Alien wie bei Turrican 1. Da wollte ich eigentlich gar nicht so wirklich hin. Ja, sogar Facehugger gibt's. Sogar die Facehugger gibt's. Alles da. Also wenn das mal keine Alien-Referenz ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Warum müsste, glaube ich, letzte Welt sein, ne? Das heißt, wenn wir uns jetzt nicht irgendwie total dämlich anstellen oder kaputt glitschen,
sollten wir vielleicht tatsächlich kurz vorm Ende sein. Warum? Müssen wir ja eigentlich nur den Ausgang finden. Hand auf Fingern. Auge. Hand auf Fingern. Auge auf Fingern. Ja, die Designer, die haben ja auch schon ganze Arbeit geleistet. Also, Türken ist so ein Spiel, das stimmt eigentlich. Eigentlich stimmt da alles. Eigentlich stimmt da alles. Das Gameplay stimmt. Die Musik sowieso, über die brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Das Design und auch so ein bisschen, es ist ja teilweise auch mit einem Zwinkern in den Augen ein bisschen humoristisch, so ein paar Sachen eingebaut. Ist schön. Schön. Technisch auch voll in Ordnung. Ja, das ist so eins der wenigen Spiele, wo eigentlich wirklich so ziemlich alles stimmt. Dürfte auch einer der Gründe sein, warum wir die Türken-Spiele einfach so feiern, wie wir es halt tun. Wenn man nicht gerade damit beschäftigt sind, hier einfach nur hoffnungslos kaputt zu gehen. Und selbst alles. Oh. Ich lass mal gerade die düstere Musik ein bisschen wirken. Ripley. Was tust du da? Dave? Da könnte man echt schon auf die Idee kommen, es wird jetzt gefährlich. So nach dem Motto, jetzt ist der Spaß vorbei. Bis gerade eben war Kindergarten. Aber jetzt wird's ernst. Oh ja, es gibt nicht nur die Facehugger, es gibt auch die Eier von den Facehuggern. Ja, ich glaube, wir sind wirklich. Ich glaube, Welt 5 spielt tatsächlich irgendwie in Alien oder so. Wir sind hier tatsächlich irgendwie an der Absturzstelle der Nostromo gelandet oder so. Ja. Hoffentlich kommen da gleich keine bösen Viecher aus dem Bauch rausgeklettert. Wie diese Augen auf den Händen, mit den Fingern sogar. Bum, bum. Also den möchte ich fast gar nicht kaputt schießen, weil der so lustig klingt. Boom. Boom. Schön. Musik. Müssen wir dann irgendwie. Na, geht doch. So, und was ich die ganze Zeit, glaube ich, vergessen habe, ist, weil. Ne, mache ich mal gleich an einer anderen Stelle. Weil hier kann der ja, wenn er Kreisel ist, diese mega, mega abgespacede Smart Bomb. Wo er da selber zur Smart Bomb wird. Und dadurch die Gegend titscht und Bomben macht und rumschießt und alles. Warte mal, hier mal. Irgendwie Kreise und dann. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Welche Taste war das denn? Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Und ich glaube, der musste Kreise sein, da. Naja, erinnere ich mich auch noch irgendwann wieder dran. Oh, warte mal, wie war das denn? Ich weiß, dass ich das auf dem echten Amiga ständig aus Versehen mache. Also es kann nicht so weit hergeholt sein. Weil da passiert mir das nämlich ständig, wenn ich ihn eigentlich zum Kreisel machen will.
Ja, da ist er doch. Ha. Der geht mal gut ab, ne? Das hätte uns vielleicht bei dem einen oder anderen Boss vorhin ein bisschen weitergeholfen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Hätte das bestimmt getan. Aber nun ist zu spät. Jetzt sind wir vorbei. Die Gegenwart aus der Zeit, wo wir bei den Bossen waren, wo uns das geholfen hätte, ist jetzt Vergangenheit. Und die Vergangenheit liegt hinter uns. Jetzt wird's philosophisch. Boom. Boom. Ja. Da hätte man vielleicht einfach mal springen sollen. Schild ist gut. Schutzschild ist immer gut. Wie komme ich denn oben hin? Also wahrscheinlich von hier. Genau. Yeah. Da hinten extra Leben. Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn da hin? Okay, nee. Oh, ach, jetzt sind wir wieder ganz unten. Okay, nee, wir vergessen das mal gerade mit den extra Leben. Wir versuchen mal jetzt einfach nur noch. Ist schon spät, wir müssen morgen alle arbeiten. Wir versuchen gerade mal einfach nur irgendwie tatsächlich vielleicht den Ausgang zu finden. Und dann kommt dann nachher, ich glaube, The Machine kommt hier wieder. Und dann kommt die grandiose Endsequenz. Aber erst muss ich wieder hochkommen. Ja, das ist eine Musik, die können sie auch, glaube ich, für so Gruselschocker-Spiele nehmen. Das würde, glaube ich, funktionieren. Ja, Facehugger, Facehugger, Facehugger. Tja, war wohl nichts mit Facehuggen, wa? Da geht's nicht weiter. Na gut. Eben nicht. Geh mal in die andere Richtung. One up. One up. Na gut, haben wir wenigstens ein paar Leben eingesammelt. Aber eigentlich suche ich gerade den Wäsch nach dem Ausgang. Wir sind ja kurz vorm Ende. Was ist ein Herzschlag? Was ist ein fetter Herzschlag gerade? Ist das der Herzschlag von dem Ober-Alien? Vor dem wir jetzt ganz doll Angst haben müssen. Na super. Wo sind wir hier jetzt gelandet? Schon wieder mitten in nichts. Mitten in nichts. Sieht das so aus, als wäre das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, als wären wir hierher gekommen. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Hier sind wir hergekommen. Tja. So, ein Sternchen nehmen wir uns noch. Tja, da ist gutes Fahrrad wieder teuer. Ne, ich würde da nicht hoch. Irgendwo. Ich denke mal schon, dass man da reinspringen muss. Nur dann muss man wahrscheinlich nicht einfach nur runterfallen, sondern irgendwie nach rechts oder links hupfen.
Ne, hier oben waren wir schon. Hier war nichts, ne? Oder? Ne, doch, hier war das, genau. Hier war da, wo wir reingesprungen sind und sich da drin rausgestellt hatte, dass das gar keine so gute Idee war, da reinzuspringen. Ja, das sieht doch schon entsprechend aus. Hier waren wir nämlich noch nicht. Fishhawk! Menu. Das ist aber eine gefährliche Alienwelt hier. Dann bräuchten jetzt so eine Ripley. Die guckt den dann biestig an und dann geht der Alien. Und auch kein Lust mehr. Boom, boom, boom. Die Musik ändert sich wieder. Ich glaube, die Musik ändert sich wirklich einfach nur so, nicht wenn man irgendwie den neuen Bereich betritt. Das können wir besser. Das können wir wirklich besser. So. Das war. Eine Zehntelsekunde zu spät den Knopf gedrückt. Ich wollte gerade Kreisel machen, ne? Den Rotorkreisel. Wenn es zählen sollte, muss ich glaube ich. Und ich glaube, die mampfen einen dann wirklich auf. Aber wir wollen es nicht ausprobieren. Oder da? Nee. Nein! Na gut. Hat sich das auch schon wieder erledigt. Komm dem großen Oberalien näher. Man hört den Herzschlag schon. Zwischendurch noch ein paar Mal kaputt gehen. Einfach nur, weil die Soundeffekte halt so schön sind und wenn der sich hier rein teleportiert. Das ist ja alles Absicht. Das ist ja alles so geplant. Nein! Und du kriegst ja auch nicht mehr kaputt, wenn die einem an dir kleben. Das ist ja widerlich. Ja, nein! Die echt Treppen nachgelaufen. So, ich habe das Gefühl, dass wir da nicht rein und runter fallen sollten. Also versuchen wir das mal zu verhindern. Eieieiei, das ist ja richtig fies hier. Ja, so viele Blobs. So viele Blobs. Wir könnten mal kreiseln. Mal auf Kreisel machen. Ja. Stirb. Oh, Exit. Cool. Sehen wir vielleicht noch ein bisschen Bonus, den man abgreifen kann. Ja, hier ist noch ein Bonusblock. Den nehmen wir noch. Den nehmen wir uns doch noch eben schnell mit. Ups, fallen hier nochmal ganz kurz runter. Und dann haben wir es. Na wunderbar. Welt 5 Abschnitt 1 auch geschafft. Spielen wir noch ein bisschen Disc Jockey. Wechseln noch ein bisschen die Disketten. Und dann würde ich sagen, nähern wir uns tatsächlich dem Ende. Dem Ende vom Anfang. Dem Anfang vom Ende. Tschakka, tschakka, tschakka. So. Ah, und schon geht's weiter. Großartig. Ow.
So, Moment. Ah, das ist aber fies. Ach, das ist dieser, genau, das ist dieser Aufzugslevel. Und die gehen dann irgendwann... Oh, das ist fies. Und die gehen dann relativ schnell kaputt. Und da du natürlich keine Ahnung hast, wo der nächste ist. Ja, super. Großartig. Also den kann man echt nur sinnvoll durchspielen, wenn man den totalen Plan hat. Und dann auch noch die ganzen Schüsse mit dazu, die einen hier kaputt machen. Muss ich leider zugeben, bin ich gerade etwas auf verlorenem Posten. Aber wir schaffen das. Gemeinsam sind wir stark. Das war blöd. Moment, wie... Achso, hier ist ein Aufzugsspiel. Muss ich da hin? Oder kann ich hier? Ich habe die Vermutung, dass ich auf dem falschen Aufzug bin. Ich glaube, ich sollte besser auf den rechten da drauf. Der bringt es irgendwie nicht hier. Ja, schön! Schön, schießen Sie mich doch einfach ab. Und irgendwie von hier kommen wir nicht wirklich weiter, ne? Ne, hier kommen wir da nicht hoch. Da müssen wir irgendwie auf den anderen da hinten drauf kommen. Aber auf den kommen wir. Ne, da geht's leider auch nicht weiter. Ja, nehmen wir doch mal den hier. Na gut, der hilft da auch nicht allzu viel mehr. Wie geht's denn von hier jetzt weiter? Spawnt er uns wieder an so unmöglichen Stellen. Okay, der bringt's gar nicht. Und für den sind wir zu doof. Und hoch hier. Das Problem ist, auf den rechten komme ich doch gar nicht drauf, weil da ist doch diese Wand mir im Weg. Ah, warte mal. Im letzten Moment abspringen. Nee. Aber gerade eben sah das so aus, als hätten wir es fast geschafft, da drauf zu kommen. Ja. Wunderbar. Geht doch. Gut, jetzt aber komm, respawn uns an. Genau, an der einen Stelle, wo wir gerade kurz stehen geblieben sind. Wunderbar. So, geht. Dumm. So, haben wir doch schon. Gestern standen wir vor dem Abgrund und heute sind wir einen großen Schritt weiter. Lass mich raten, wir müssen wieder auf den hier. Nee. Nee, anscheinend nicht. Fast. Okay, ja. Ups, oh, daneben. Na jetzt, na geht doch, wunderbar. Und da kann, hat ja nie jemand behauptet, dass das einfach ist. Schön und verreckt. Wo sind wir denn jetzt überhaupt wieder? Okay, wir sind nicht ganz so weit wieder nach unten runtergefallen, das ist prima.
Das ist schön. Und vielleicht doch noch echt eine Chance. Okay, so nicht. Komm ich da irgendwie... Ah, nein, 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 nein. Ich brauche einen Aufzug. Autsch. Das hat wehgetan. So, wo sind wir jetzt? Dann brauchen wir erst den Aufzug hier. Also irgendwie habe ich da heute kein Händchen für. Also irgendwie habe ich da heute gar kein Händchen für. Das war natürlich eine totale Nullnummer jetzt. Wir versuchen das einfach nochmal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Och Mann. Ich schaff das noch. Ah, so nicht. So kurz vom Ziel. Entweder springe ich zu früh oder ich springe zu spät. Und dann ist der schon kaputt, der Aufzug. Aha. Here we go. Okay, die Frage ist nur, wohin? Okay, der in die Ecke müssen wir rein. Jawohl, hier in die Ecke müssen wir rein. Da kullern wir uns jetzt mal durch. Auf den nächsten Aufzug drauf. Oh, das sieht so aus, als würde The Machine jetzt schon auf uns warten. Na, wenn der Kollege mal berechenbar ist. So. Ja. Das gibt jetzt wieder ein wunderbares Beispiel, wie man mit einem Bossgegner nicht umgehen sollte. Ich habe auch irgendwie ein Gefühl, dieses große Loch da in der Mitte sollte man auch nicht reinfallen. Sollte man nicht tun. Moment, warte mal. So und dann, und ich glaube, so und dann so. Gut. Trifft auch nicht öfter, als wenn ich hier nur so rumstehe. Dann machen wir halt so weit. Da wir ja fiese Möb sind und Cheaten und Trainern und alles, können wir das ja relativ entspannt sehen. Das ist doch so ein Vorteil, wenn man es mal nicht auf der echten Hardware spielt, sondern notgedrungen gerade mal den Emulator nimmt. Weil auf dem habe ich wenigstens getrainerte Versionen. Die müsste ich mir erstmal auf Disk schreiben. Die getrainerte für meinen echten, um es mal auf echter Hardware zu spielen. Ah, falsche Seite. Dem tanzen wir heute mal auf der Nase rum. Also auf dem Kopf. Autsch. Von hinten ist fies. Komm, ich treffe dich doch schon nicht, wenn du von vorne angreifst. Boah, wenn ich bedenke, dass wir das echt mal so gut drauf hatten, dass wir das ohne auch nur einmal zu sterben durchgespielt haben. Ah, geht doch. Wunderbar. The Machine has fallen. Großartig. Und jetzt gleich kommt neben Walker Factory und dem Titelmusik, dem Titellied, eins der genialsten Lieder aus dem ganzen Spiel. Boah, erstmal muss er so unsere Diamanten hier zählen. Und dann kommt Freedom. Oh ja, Freedom ist so großartig. Das sind so meine persönlichen Top 3 musikalisch. Die Titelmusik, dann Walker Factory und ja, der Diskwechsel nicht unbedingt. Moment, bin sofort wieder da. Läuft. Ja, und die Abspannmusik. Großartig. Absolut großartig. Schon wieder Diskwechsel.
So viele Discs hat das Game doch gar nicht. Also eigentlich nur eine. Eigentlich ja nur eine. So. Oh, ich begrüße den Herrn Hülsbeck sehr herzlich. Hallo. Gerade eben noch im Piano-Stream und jetzt hier. Ja, passend zum Abspann. Passend zum Abspann. Wo ich auch die Musik mal gerade nicht durch dummes Geplapper kaputt mache, sondern einfach mal ein bisschen laufen lassen. Ja, Turken 3 werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Definitiv gehört dazu. Und sobald ich eine ordentliche Hardware habe, um Original-Hardware im Stream ordentlich anzuzeigen, werde ich auch gucken, ob ich irgendwie Super Turken und so Sachen noch kriege.
End. Großartig, wird nie alt. Kann man einfach nicht oft genug spielen. Kann man einfach nicht oft genug spielen. Aber ich brauche definitiv meinen Competition Pro mit dem Dauerfeuer dafür. Dann sterbe ich vielleicht auch nicht ganz so oft. Doch, dann sterbe ich genauso oft. Aber egal, macht trotzdem Spaß. Tja, oh, Namen, genau, Namen muss ich ja noch. Ja, das war Turrican 2 für heute. Ich bedanke mich bei allen, die zwischendurch mal reingeguckt haben und dabei waren. Besonders bedanke ich mich bei Chris Hülsbeck für den kurzen Besuch und das Hallo sagen. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Und ja, ich lasse die Musik noch ein bisschen laufen. Das schadet nie. Und verabschiede mich dann aber schon mal. Bis zum nächsten Mal. Loading.